Nigeria und Frankreich eröffnen die Weltmeisterschaft in Deutschland. Die erste Partie der WM in der Rhein-Neckar-Arena Sinsheim. Die Stimmung großartig und die erste Möglichkeit haben die favorisierten Französinnen. Nessip auf Boussalia, der erste Aufreger nach 17 Minuten. Dede, die nigerianische Keeperin, erfüllt den Torverhinderungsauftrag mit Bravo. 5 Minuten später, Frankreich kontrolliert die Geschehnisse und scheitert am Pfosten. Tine im Pech und Nigeria kann das 0:0 halten. Erst nach einer halben Stunde findet der Afrikameister in diese Partie. Opara Nossi aber verliert die Nerven angesichts dieser großen Möglichkeit. Nigeria bis zum Pausenpfiff dann gleichwertig. 0:0 nach 45 Minuten. Die Französinnen finden zu Beginn der zweiten Hälfte ihren Rhythmus wieder. 56. Minute Deli. Die Führung für die Equipe Tricolore. Das erste Tor dieser Weltmeisterschaft. Und Frankreich liegt verdient vorne. Marie-Laure Deli bestens positioniert. Die Ausführung dann perfekt. Dieser Treffer entscheidet das erste WM-Spiel. Frankreich besiegt Nigeria mit 1:0, 25.500 in Sinsheim, feiern danach in Blau-Weiß und Rot.